Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir hatten ja schon das Frostpunk Let's Play mit dem Hauptspiel. Nun habe ich allerdings die exklusive Möglichkeit bekommen, mal ein bisschen vorher in das neue Szenario und das neue DLC reinzuschauen, nämlich der letzte Herbst. Und das werden wir uns heute einmal ein bisschen genauer anschauen. Und ich denke mal, wenn das Ganze gut läuft, machen wir daraus auch eine schöne Serie. Der letzte Herbst ist, ja, wie er schon selber verrät, so eine Art Prequel, ein bisschen von einem Vorspiel hat es was. Und zwar behandelt dieses Szenario die Zeit vor dem großen Eissturm oder beziehungsweise auch diesem, ja, diesem Ereignis, das letztendlich alles in eine Schneewüste verwandelt hat. Und wir gehen ein bisschen der Geschichte des Generators nach und es soll das bisher anspruchsvollste Szenario werden. Von daher bin ich sehr gespannt, was uns erwartet. Und dann würde ich sagen, bevor ich euch weiter zusammle, legen wir einfach direkt los. Der letzte Herbst. Das Imperium geht unter der Belastung der Klimakatastrophe zugrunde, trotzdem ist niemand bereit, das öffentlich einzugestehen. Ein Geheimprojekt zum Bau eines Generators wurde bereits in die Wege geleitet. Ja, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt hinein hier. Und ich bin schon mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe einige Bilder bisher gesehen und das schaut auf jeden Fall ein bisschen wärmer aus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns als Herausforderung dann erwartet, denn ja, wenn die Kälte es nicht ist, was ist es dann? Jetzt haben wir hier erstmal eine Katze sehen. Von Euphemia McLachlan, die in der imperialen Erkundungskompanie hier unterwegs ist. Seit 5 Wochen hier, weg aus Birmingham, in der viktorianischen Zeit hier. Steampunk-Viktorianismus oder wie auch immer man das nennt. Und endlich nach 5 Wochen entdecken wir Frankreich. Ich weiß es nicht. Irgendwohin sind wir auf jeden Fall hingefahren. Vielleicht ja der Nordpol. Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die große Frage. Wo sind wir? Okay, 3 Tote auf der 5-wöchigen Expedition. Und, das weist vielleicht auf eine Polumkehr hin. Wenn der Kompass schwankt und schwankend ist und sozusagen das Magnetfeld der Erde sich verschiebt, dann kann das ja zumindest der Vermutung nach zu starken klimatischen Veränderungen führen. Bin da jetzt nicht ganz in der Wissenschaft drin, aber ein Kompass, der wackelt, ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass das eventuell sich hier um eine Polumkehr oder irgendetwas mit dem Magnetfeld der Erde handelt. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier bei der Überquerung der Nordmeere. Jetzt ist die Frage, wo sind wir gelandet? Ist das Grönland? Oder ist es Island? Ist es der Nordpol? Man weiß es nicht. Jedenfalls sind wir hier an Standort 113 angekommen und werden ein Wunder der Technologie errichten, nämlich den Generator. Die Arbeiter, die durch die Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz hierher gelockt wurden und es kaum erwarten konnten, die Arbeiterstreiks und Warteschlangen an der Brotausgabe hinter sich zu lassen, sind beim Anblick der trostlosen Umgebung sprachlos. Sie wurden aufgefordert, nicht nach Einzelheiten zu fragen, und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Niemand weiß, warum dieser Vertrag so wichtig ist, und ja, leider geht es jetzt hier unten nicht weiter. Wie gesagt, das ist hier eine Vorabversion, also ich hoffe, da gibt es noch die ein oder andere Anpassung. Aber jetzt heißt es erstmal For Queen and Country. Lang lebe die Königin. Und das ist die neue Ausgangslage. Es schaut wie immer absolut fulminant und grandios aus. Ich finde, Frostpunk ist eines der hübschesten Spiele, die es im Moment so gibt. Und wir müssen jetzt erstmal mit den Grundeinrichtungen beginnen. Bevor du mit dem Bau des Generators beginnst, musst du die grundlegende Versorgungsinfrastruktur errichten. Dazu musst du Häfen bauen und Rohstoffe einsammeln, die sich darum anhäufen. Du wirst auch die Quelle für rohe Nahrungsmittel brauchen. Errichte einen Angelhafen oder ein Wildbeutelager bei einer Nahrungsquelle in den Ebenen. Das heißt, unsere 2 Aufgaben: erstmal Rohstoffe besorgen
und Wildbeute an Lager- oder Angelhafen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es mit Hafen hier gemeint ist, aber ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier Holz machen. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz viel Holz einsammeln. Hier haben wir noch Stahl. Was ist das hier? Das ist ein Vorratslager. Hier haben wir noch Dampfkerne. Die können wir auch noch einsammeln. Und hier haben wir auch nochmal Stahlhaufen. Und dann würde ich sagen, haben wir hier erstmal alles eingesammelt. Noch eine Sache, die wir hier leicht noch, vielleicht noch schnell machen können. Und zwar gleich zu Beginn ist eine Werkstatt. Was hier auch gleich auffällt, ist, dass man jetzt hier nicht um den Kern herum mehr baut, sondern nach außen weg. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch gleich mal eine Straße hin. So, und dann haben wir hier erstmal eine Werkstatt, dass wir gleich anfangen können zu forschen. Dann schauen wir noch ins Gesetzbuch rein. Was können wir hier machen? Wirtshaus, Kapelle, Beerdigung vor Ort, Heimführung von Leichen, radikale Behandlung, Lebenserhaltung, Badehaus, Haferschleim, herzhafte Mahlzeiten. Okay. Kapelle. Neues Gebäude, Kapelle. In der Nähe lebende Einwohner treffen sich zum Gebet, was ihre Motivation steigert. Das könnten wir zum Beispiel machen. Dann würde ich das erstmal hier unterzeichnen. Dann haben wir wie viel Zeit? 3 Tage, beziehungsweise 4, um eine Kapelle zu bauen. Sehr schön. Und dann muss ich mir überlegen, wo mache ich hier meine Häuser hin? Ich habe im Moment 90 Bewohner. Müssen natürlich schleunigst gucken, dass wir die von der Straße wegbekommen. Was haben wir hier noch? Erste Schritte. Der Arbeitgeber, die imperiale Erkundungsfirma, hat den Standort für uns vorbereitet. Neben einem riesigen Schacht für den Teil des Generators haben sie auch einige Baumaterialien zur Verfügung gestellt. Wir sollten unser Lager aufschlagen, um den Bereich, um den Schacht freiräumen, um Platz für die Bauanlagen zu schaffen. Das heißt, hier wird wohl eine Art Bauplatz gemacht. Ich würde sagen, wir machen dann unser Dorf vielleicht hier in die Ecke. Das schaut ganz gut aus. Da haben wir ein bisschen Platz. Den Wald hier, den will ich eigentlich abholzen. Und können wir schon irgendwas in der Richtung Sägewerk machen? Nee. Okay, das heißt, da müssen wir mal gucken. Nahrungsmittel, da haben wir auch erst ein Speisehaus. Schwierig. Okay, ich habe noch 15 Arbeiter. Dann gucken wir mal. Bauen wir noch hier schnell die Forschungsstation hier aus. Ich habe auch noch Ingenieure am Start. Wunderbar. Dann machen wir hier erstmal eine neue Forschung. Was haben wir hier? Wildbeuterquartier, Profilmanufaktur. Gleich mal jetzt erstmal ein Sägewerk. Bevor ich irgendwas mache, sorge ich erstmal dafür, dass ich Holz machen kann. Damit ich hier einfach mehr Holz habe, um Häuser zu bauen und um auch generell meine Bewohner versorgen zu können. Machen wir uns hier mal ein bisschen ein Bild. Hier hinten geht es bis in die Ecke hier, sehr weit hinter sogar. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz durch den ganzen Wald hindurch. Und hier hinten haben wir auch noch eine Ausbuchtung. Genauso wie hier. Ich will aber möglichst wenig Wald zerstören. Das heißt, ich kann einerseits hier ein bisschen was bauen. Und ich kann hier ein bisschen was bauen. Dann würde ich hier vielleicht 2 Einwohnerblobs machen. Und dann würde ich mal gucken, da wir jetzt erstmal eh nichts machen können, spule ich erstmal vor. Und lasse den ersten Tag hier verstreichen. Okay. Jetzt haben wir Feierabend. Das heißt, wie gehabt, erst nach Feierabend bauen. Denn wenn man noch vor dem Feierabend baut, verschwendet man wertvolle Arbeitszeit. Also, dann machen wir hier mal ein paar Häuser. Müssen wir natürlich auch noch hier ein bisschen Straßenbau betreiben. Gucken wir mal. So rum. Und dann machen wir hier auch noch eine Straße. Und dann kann ich auch noch das restliche Holz hier verwenden. Wie weit ist hier die Forschung? Na, okay, so viel haben wir hier nicht mehr. Das heißt, ich könnte dann auch relativ früh schon das Sägewerk am nächsten Tag bauen. Okay, aus Langeweile oder um ihre Ängste loszuwerden, stoßen weitere Arbeiter dazu. Nee, die sollen hier nicht rumstehen um das Loch. Was, wenn da einer reinfällt? Ich meine, hallo? Das schaut ganz schön tief aus. Also, nee, nee. Solche Späße machen wir hier nicht. Wir sind hier, um einen Generator zu bauen. Und nicht um Urlaub zu machen. Okay. Dann bauen wir hier schön ein paar Häuser.
Gucken wir mal. Ja, leider passen nur 10 Arbeiter pro Haus rein. Kann ich hier noch irgendetwas bauen? Eine Sammelstelle, eine Werkstatt. Ich könnte noch eine Werkstatt bauen. Dann könnte ich ein bisschen schneller forschen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir haben plus 10 Grad. Das ist ganz vernünftig. Und hier kann ich auch nochmal Ingenieure beschäftigen. Was haben wir hier? Ich werde allen eine Unterkunft zur Verfügung stellen in 2 Tagen. Das kriege ich hin. Okay. Was haben wir hier? Administration. Abendgottesdienst. Kann ich auch gleich unterzeichnen. Einfach mal durchforschen hier das Ganze. Das heißt, ich habe eine Woche für die Grundbedingungen, ich habe 3 Tage für die Kapelle und 2 Tage, um noch 4 Häuser zu bauen. Das schaut doch ganz okay aus. Schade, dass es hier keinen Blaupausenmodus gibt, wie zum Beispiel bei vergleichbaren Titeln wie Anno. Das wäre noch super geil gewesen. Aber hey, man kann nicht alles haben. Und jetzt haben wir hier das Sägewerk erforscht. Wunderbar. Und dann erforschen wir hier gleich weiter den Hafen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Jetzt machen wir aber hier erstmal gleich ein Sägewerk. Sägewerk, wunderbar. Und das machen wir vielleicht einfach gleich hier, wo wir schon eine Straße haben. Und dann hoffe ich mal, dass hier relativ schnell. Oh, gucken wir mal, der erste Haufen ist hier schon abgearbeitet. Kriegen wir hier vielleicht noch Arbeiter rein? Ja, kriegen wir. Wunderbar. Ich habe auch noch ein bisschen was zum Forschen. Und dann machen wir hier auch ein Wildbeuterquartier. Erforschen wir das auch mal gleich. Okay. Dann, alles andere baue ich erst nach Einbruch der Dunkelheit. Wie lange hat der Haufen hier noch? 75 Einheiten. 27, also das ist auch bald weg. Wie viele Arbeiter habe ich noch? 5 Arbeiter, 5 Ingenieure. Das heißt, ich kann dann eigentlich im Grunde nochmal eine Werkstatt bauen. Und einen einfachen Hafen kann ich auch schon bauen. Das ist jetzt die Frage. Gehe ich weiter auf Forschung oder gehe ich erstmal auf Rohstoffe? Und wenn ich mir jetzt hier die Forschung so anschaue, warte mal, das ist hier nicht die. Das ist auch nicht die Forschung. Wo sehe ich die Forschung hier? Der Technologiebaum. Wenn ich mir den hier anschaue, dann könnte ich hier gleich durchsteigern. Wir haben hier eine Profilmanufaktur, okay. Maschinenwerkstatt, Lüftungsanlage, kann ich alles nichts mit anfangen. Wildbeuterquartier, das ist wahrscheinlich sowas wie die Speer und die Jagdhütte in einem. Ich habe auch noch schnelleres Sammeln, okay. Und hier haben wir eine Ausrüstung fürs Sägewerk. Außerdem scheint auch der Hafen sehr wichtig zu sein, weil man hier dreimal weiterforschen kann. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich mal angucken, wenn der Tag zu Ende ist, was es mit dem Hafen auf sich hat. Okay. Dann kommen wir hier rein. Rohstoffe, einfacher Hafen. Okay. Das heißt, man baut hier so eine Art Hafengebäude. Interessant. Jetzt bauen wir erstmal noch unsere Häuser fertig. Und zwar machen wir einmal hier 1, 2. Hier muss ich ein bisschen Platz lassen für die Kapelle. Schön in der Mitte nämlich. Und dann machen wir hier noch die Straßen rein. Das sollte genau aufgehen. Und dann können wir eigentlich erstmal nichts weiter machen. Wir haben jetzt überall jedem Schutz vor Wind und Wetter gegeben. Das ist schon mal Achievement unlocked hier. Und da müssen wir mal gucken. Der Hafen ist auch fertig. Da können wir eigentlich hier auch schon mal ein paar Leute abziehen. Ich brauche jetzt nicht alles drauf. Und hier kann ich einen Rohstoff auswählen, okay? Das heißt, entweder Kohle, Holz oder Stahl kann ich hier auswählen. Dann würde ich erstmal sagen, wir machen hier Holz. Noch mehr Holz, damit wir einfach Sachen bauen können. Das ist, glaube ich, wichtig am Anfang. Dass sich einfach schnell expandieren können. Was ist hier los? Augenöffner. Das Lager erwacht unter einer dunklen Wolkendecke. Die Stimmung der Einwohner ist bedrückend. Niemand hat uns gesagt, dass wir im Nirgendwo landen, murren einige von ihnen. Hier gibt es nichts als Arbeit für uns und sie werden noch eine Weile an diesem abgelegenen, kalten und elenden Ort verbringen. Wenn du nicht dafür sorgst, dass sie motiviert bleiben, wird die Effizienz darunter leiden.
Zieh die Erlassung eines Gesetzes zur Erhöhung der Motivation in Erwägung. Sonst fällt die Motivation mit jedem Morgen. Mal sehen, was wir tun können. Okay, ich habe hier den Abendgottesdienst. Das kann ich schon mal machen. Ansonsten kann ich Wirtshäuser bauen. Ich kann Haferschleim oder herzhafte Mahlzeiten machen. Ein Badehaus. Müssen wir mal gucken. Was haben wir hier noch alles? Radikale Behandlung. Ein Wirtshaus könnte ich noch machen. Aber im Moment muss ich hier noch warten, bis die Forschung wieder weitergehen kann. Die Leute sind hier auf jeden Fall nicht happy. Wir sind halt mal wieder am Arsch der Welt. Okay, ich muss jetzt eine Telegrafenstation bauen. Okay. Interessant. Interessant. Dann gucken wir mal. Der Tag läuft auf jeden Fall wieder. Was ist hier los? Sammelstelle. Ah ja, hier legen die jetzt Holz hin, das ich auch sammeln muss. Verstehe. Beginne mit der Sammlung der Rohstoffe am Hafen. Okay. Dann könnte ich eventuell auch hier noch ein paar Leute abziehen. Die dann schon mal hier am Hafen sammeln. Das Wildquartier ist erforscht, okay. Kann ich hier schon die Reisbretter erforschen? Noch nicht. Schnelleres Sammeln wäre noch eine Option. Dann könnte ich den Haufen schneller absammeln. Schnelleres Sammeln. 10% schnelleres Sammeln. Das könnten wir machen. Dann werde ich damit heute noch fertig, okay. Dann brauche ich auf jeden Fall das Telegrafenstationchen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das heißt, das baue ich jetzt gleich sofort. Das ist nämlich, glaube ich, ziemlich wichtig. Okay. Und dann spulen wir wieder vor, weil ich erstmal nichts weiter machen kann. Oh, bin ich mal gespannt. Werden wir da noch fertig? Ja. Genau. Das hier ist jetzt das Telegrafenstationchen und hier kann ich jetzt neue Arbeiter bestellen. Die werden dann aus London mit dem Schiff hergeschickt. Dauert einen Tag, bis die da sind. Und das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Da kann man nämlich dann Sachen bestellen. Wenn man jetzt also zu wenige Arbeiter hat, kann man sagen, hey, ich möchte Arbeiter haben. Der einzige Nachteil, beziehungsweise was man dabei bedenken muss, ist aber, dass man immer auch diese Leute dann versorgen muss. Also das ist schon nicht ganz so einfach. Und dann machen wir hier erstmal das Erforschen eines Wirtshauses noch. Und ich brauche hier dann auch dringend ein Speisehaus. Die Leute sind hungrig. Gesundheit, Nahrungsmittel, Speisehaus. Dann machen wir hier noch ein Speisehaus. Okay. Und dann hoffe ich mal, das reicht jetzt erstmal soweit. Wir haben hier noch 5 Ingenieure frei. Und der Arbeitstag ist beendet. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir die Kapelle bauen. Einwohner, Kapelle. Die können wir hier jetzt reinbauen, jawohl. Und dann können wir hier die Leute schon mal ein bisschen zumindest vertrösten. Mit der Kapelle. Bisschen ablenken, wenn man so will. Okay, da ist das Speisehaus, genau. Da kann ich jetzt erstmal Ingenieure reinhauen. Und da brauchen wir 20 Essensrationen, okay. Auch interessant. Ich brauche auf jeden Fall dringend was zu futtern, sonst werden mir die Leute hier krank. Baue und aktiviere den Angelhafen oder schlage ein Wildbeuterlager auf. Das müssen wir auch noch machen. Verdammt. 10 Holz. Ein Holz zu wenig. Wirklich? Ach, come on. Okay, ein Holz zu wenig. Was machen wir da? Was können wir noch machen? Es kann nur ein Wirtshaus in der Stadt geben. Auch interessant. Auch interessant. Wir machen das hier vielleicht oben hin. Denn hier kann ich immer noch ein bisschen mehr dann später außen herum bauen, weil ich da ja noch mein Sägewerk daneben habe.
Okay, dann lassen wir das hier erstmal weiterlaufen. Was ist hier schon wieder los? Skeptiker, du hörst, wie zwei Arbeiter darüber streiten, ob die Abkühlung existiert. Die Motivation steigt leicht, die Unzufriedenheit sinkt leicht. Ja, konzentriert euch auf eure Arbeit, würde ich sagen. Wobei, wenn die Motivation steigt, steigt, glaube ich, hier auch die Effizienz, ne? Wenn man eine hohe Motivation hat, dann arbeiten die Leute auch besser. Das ist eigentlich so mein Hauptziel, dass die einfach schneller arbeiten. Dass die schneller mal lochen hier. Jetzt habe ich hier gleich erstmal neue freie Arbeiter. Das müssen wir auch nutzen. Und dann würde ich sagen, muss ich auch hier schleunigst ein neues Sägewerk bauen. Wenn meine neuen Arbeiter hier ankommen. Frau Freudenhaus. Prostituierte kann im Wirtshaus arbeiten, um die Motivation zu steigern. Das könnte man auf jeden Fall machen. Mein viktorianisches Zeitalter. So viel Ablenkung gibt es hier nicht. Irgendwas muss man machen. Man könnte auch Würfelspiele machen. Aber das ist halt das Spannende auch an diesem Spiel. Und da bleibt es sich auch ein Stück weit treu, glaube ich. Und zwar hast du immer so wie soll ich sagen, so ein bisschen so eine Art Wahl, was du machst. Und im Endeffekt musst du ja abwägen, ne? Was ist moralisch, was nicht. Und das finde ich ein witziges Spiel auf jeden Fall. Das Spiel mit der Moralität. Immer ein fester Bestandteil hier in Frostpunk. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir noch das Wildbeuterlager auf. Öffne das Wirtshaus, okay. Muss dringend neues Sägewerk bauen. Sobald hier die Leute fertig sind mit dem Holzhaufen, machen wir nochmal ein Sägewerk auf. Okay, dann haben wir jetzt hier erstmal freigeschaltet das Ganze. Ermöglicht dem Bau einer einfachen Anlage, die Arbeitern dabei hilft, verschiedenste Rohstoffe einzusammeln, die sich am Hafen anhäufen. Das machen wir. Das finde ich eine gute Idee. Dann können wir das Sammeln ein bisschen beschleunigen, dann bekomme ich noch schneller Holz. Am Hafen. Okay, Holzhaufen erschöpft, wunderbar. Dann würde ich sagen, bauen wir hier oben noch ein Sägewerk und sorgen dafür, dass das Ganze hier, die ganze Holzproduktion einfach noch ein bisschen schneller läuft. Und hier kann ich dann auf jeden Fall auch nochmal ein paar Arbeiter mehr beschäftigen. Wunderbar. 16 Holz die Stunde macht der hier. Wie viel macht der hier? 8. Okay, das heißt, der Hafen lohnt sich auf jeden Fall mehr. Braucht dafür aber noch einen Ticken mehr Arbeiter. Und was müssen wir hier machen im Wirtshaus? Können jetzt erstmal das Wirtshaus hier eröffnen. Und dann können wir es eigentlich gleich wieder zumachen. Eröffnen. Zumachen. Eröffnen. Okay, verstehe. Dann machen wir hier die Hälfte rein. Transport ist angekommen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall nochmal mehr Leute am Start. Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal noch ein Rohstoffdepot. Das machen wir vielleicht hier in die Lücke. Ich will nämlich auf jeden Fall meine Essensrationen hier schon horten. Da habe ich nämlich ein paar zu viel jetzt. Und dann machen wir hier noch ein paar Zelte rein. Eins. Oh, das passt genau nicht hin. Schade. Oh, verdammt. Okay, das ist nicht so gut. Das ist nicht nach Plan verlaufen. Und dann machen wir hier irgendwo noch ein Haus rein, noch ein Zelt. Okay. Haben wir hier noch ein Zelt? Okay, das passt. Speisehaus müsste ja funktionieren. Funktionsfähig, aber was ist das Problem? Die Leute sollen essen gehen, hör mal. Wieso gehen die denn nicht essen? Wir haben noch zwei Kranke, okay. Ist auch nicht so geil. Tag ist beendet, das müssen wir erstmal ein bisschen ausbauen. Die Leute ein bisschen ausbauen lassen. Das heißt, hier kommen nochmal 10 Arbeiter rein. Das Ganze wird für Essensrationen benutzt, damit wir hier ein bisschen mehr bauen können. Wo ist mein Wildbeuterquartier? Das ist das hier. Das sind also Späher hier. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob die uns ein bisschen Essen erspähen können. Und dann haben wir hier noch ein paar Leute, die am Holzhaufen arbeiten können. Okay, das heißt, als nächstes brauche ich Ingenieure.
um noch ein Sanitätshaus benutzen zu oder bedienen zu können. Und dafür brauche ich 5 Ingenieure. Und dann füllen wir das Ganze hier noch auf, bestellen uns das nächste Schiff und bauen hier schon mal eine Sanitätsstation. Aber das geht nicht, super. Dann baue ich hier halt noch ein Zelt. Hier hin. Okay. Zelt wird gebaut, wunderbar. Das passt sehr schön. Okay, die Leute werden versorgt, sehr schön. Leute sind nicht mehr obdachlos, wunderbar. So soll es doch sein. Jetzt sinkt hier auch die Unzufriedenheit auf ein Minimum herab. Und eigentlich brauche ich jetzt nur noch das Sanitätshaus, um die Kranken hier zu versorgen. Sehr schön. Okay, entwickelt sich prächtig. Dann würde ich sagen, spulen wir mal wieder ein bisschen vor. Was ist jetzt los? Ein Einwohner ist schon gestorben. Was? Frech. Belastend. So viel dazu. Belastend. Und das war auch noch ein Ingenieur. Kommt davon, wenn man zu lange kein Sanitätshaus baut. Aber so ist das. Kein Zuckerschlecken hier. Kein Zuckerschlecken, dieses Szenario. Was ist das hier? Der Hafen ist 10% effizienter. Das machen wir. Und dann würde ich sagen, bauen wir bald den zweiten Hafen. Wie schaut es hier aus? Jetzt müsste ich hier auch diese Ladestation bald bauen können. Ich habe noch einen Dampfkern. Okay, das passt, das passt, das passt. Dann würde ich sagen, wir bauen auch bald den zweiten Hafen. Ein Ingenieur beschwert sich. Es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Wäre es möglich, dass ich in ein Ingenieurszelt verlegt werde? Nein, wir kommen so zurecht, wie wir zurechtkommen müssen. Keiner bekommt hier eine Sonderbehandlung. Okay, was haben wir hier? Rentierspuren. Die verfolgen wir. Ich brauche Essen. Okay, jetzt ist hier der innere Ring erschöpft. Das heißt, ich muss jetzt hier neue Sachen erkunden. Neue Möglichkeiten der Rohstoffbeschaffung. Also bauen wir nochmal einen Hafen. Was ist hier los? Schon wieder einer gestorben. Jungs, was macht ihr denn? Was ist mit euch? Machen wir halt hier noch schnell die Sunny-Station. Dass die mir hier einfach die ganze Zeit verrecken. Finde ich jetzt nicht sehr entgegenkommend. In 11 Stunden kommt das nächste Schiff an, okay. Dann, hier haben wir neue Arbeiter, wunderbar. Down with the war, das ist jetzt wieder Englisch. Also ein paar Sachen wurden übersetzt, ein paar noch nicht. Ja, lassen wir den Mann trauern. Ein Bruder wurde hier während einer Demo zu Tode geschossen. Das heißt, wir lassen den Mann natürlich trauern, hör mal. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt irgendwo nochmal ein Sägewerk platzieren. Beziehungsweise vielleicht mache ich das auch komplett über die Häfen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann machen wir hier Stahl. Und dann würde ich sagen, wir machen hier auch noch... Moment, erst die Forschung, dann das Vergnügen. Generation, bla bla bla, Nahrung. Was kann man hier alles machen? Wie viel kostet die nächste Stufe? Zu viel? Okay. Das heißt, dann könnte ich hier vielleicht noch die Wildbeute ein bisschen schneller machen. Weil so wie ich das Spiel kenne, sind auf jeden Fall die Späher immer eine gute Sache. Und je schneller die Späher unterwegs sind, desto schneller kommt man an wichtige, ja, an wichtige Punkte heran. An die man sonst nicht rankommt. Und zum Beispiel auch an mehr Rohstoffe, die einfach irgendwo auf der Karte verteilt sind. Was auf jeden Fall auch eigentlich so ein Mitziel ist. Interessant hier zu sehen, dass man auch mit 5 Arbeitern genau dieselbe Anzahl an Motivation hier hinkriegt. Das heißt, wir bauen jetzt hier auch nicht mehr, als wir wirklich brauchen. Hier noch eine Ladestation. Und dann ist der Tag auch schon wieder beendet. Und hier kommen diese riesigen, wunderschön ausschauenden Schiffe an. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr imposant aus, finde ich. Okay, Transport ist angekommen.
Und wir können hier ein Lager aufstellen und ich glaube, das würden wir auch machen. Das soll ich jetzt erstmal ein Lager machen. Wir können jetzt dann bald auch noch ein zweites Speerteam erforschen. Und jetzt haben wir hier die erste Quest. Jetzt, da du über die grundlegende Infrastruktur verfügst, wird es Zeit, mit dem Bau des Generators zu beginnen. Baue eine Profilmanufaktur und stelle 8 Bauprofile her. Darauf kannst du den Schacht einrichten. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 Tage Zeit, um einen Arbeiterschacht zu bauen, wenn ich das richtig verstehe. Und dann würde ich sagen, machen wir hier... machen wir einen Friedhof. Oder machen wir eine Heimführung von Leichen. Die Vorbereitung der Leichen für den Transport kostet Holz. Müssen wir aber machen, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Motivationsboost. Leichenhalle. Ist sogar kostenfrei, das Teil. Dann machen wir die vielleicht irgendwo hier... das geht ja echt weit hinter da. In der Ecke. Dann machen wir die hier gleich am Anfang. Wie viele Arbeiter habe ich frei? 30 Stück, okay. Das heißt, ich kann hier noch einen Ingenieur verwenden. Das Sanitätshaus müsste jetzt eigentlich langsam laufen. Generator braucht eine Schachtkonstruktion. Die kostet 8 Bauprofile. Und diese Bauprofile, die kriege ich wiederum, glaube ich, nur durch die Forschung. Aber da fehlen mir jetzt 5 Stahl, um das weiter auszubauen. Um noch ein bisschen mehr forschen zu können. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach den nächsten Hafen. Oder hier vielleicht. Vielleicht machen wir ihn hier. Vielleicht machen wir den hier. Was ist hier los? 1000 Stahl. Schiffswrack. Kann ich das hier irgendwie abbauen? Im Moment können keine Ressourcen erreicht werden, okay? Vielleicht kommt das Ding ja irgendwann mal noch näher. Durch irgendeine Art von Verschiebung. Aber ich sehe gerade, ich bin so vertieft in das Spiel, so vertieft in dieses Szenario. Wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Rap. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube, das Ganze hier hat auf jeden Fall erhebliches Potenzial. Es schaut sehr, sehr geil aus. Bisher ist ein neues Szenario, hat auch neue und auch nachvollziehbare Herausforderungen. Und ja, ich würde mal sagen, da werden wir uns auf jeden Fall bald dran setzen. Motivation stimmt auf jeden Fall schon mal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, der letzte Herbst ist da. Und falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.